So, dann bin ich mal gespannt, was das Tutorial. Ist das Tutorial? Ich weiß es nicht. Main Quest. Wir gehen mal hier in dieses Deadsville rein. Es scheint so ein großer Handelsposten zu sein oder sowas. Da gehen wir jetzt auf jeden Fall mal hin. Guck mal, jetzt kostet mich das nämlich nur noch 30, je nachdem, wie weit weg ich davon bin. Okay, das ist aber ziemlich interessant. Dann werde ich wohl doch nicht mehr so oft teleportieren, weil die Punkte brauche ich ja auch für andere Sachen. Ripple in Spacetime detected nearby. Aber wo? Okay, wir sind in der Safe Zone. Sprich, wenn ich PvP spiele, gibt es Safe Zones auch in den PvPs? Das ist dann ziemlich cool, muss ich sagen. So, und wir sollen dort drüben gehen. Mit der sprechen. Klingt ja so, als ob du bei der Bahn bist. Nee, Scotty ist doch im Kino, arbeitet er. Hier ist wieder Mary. Meet Mary in Deadsville. Good. You made it. You're the one who activated this tower. Thanks for bringing me here. Yeah, I figured this was the quickest way to bring you here. These towers are even supposed to let you travel between worlds. But I haven't been able to figure out how. Maybe you'll have more luck. Either way, I'm glad it got you here. Deadsville is the perfect place to dig up info on the area. Okay, warum? That merchant over by the old truck looks like she gets around. Maybe she knows something useful. Okay, also müssen wir mit der jetzt nächstes quatschen. Strawberries, cherries and teleportation tower. Change to another world. Wie another world? Aber das muss ich machen, wa? Aber was heißt denn, dass ich in eine andere Welt kann? Investigate the teleportation tower in Deadsville to learn about the ability to switch worlds. Was? Wie? Was für Welten kann ich denn? Ach so, einfach andere, Ich bin in Welt 8. Steht die Welt dann nur aus Frauen? Nö, da stehen doch auch Männer. Ich habe halt jetzt mit Mary gesprochen. Wie, jetzt ist die Welt anders oder was? Nee. World 2 Phantom. Aber, oh, da war ich noch gar nicht. Verstehe ich jetzt nicht. Warum kann ich die Welten tauschen? Ja, ja, die Welt hat sich neu gemacht. Party-Event. Search of Fish. Broken Dead Level 17. Nee, ach, keine Ahnung. Okay, also manche Sachen verstehe ich noch nicht so richtig. Bin ich ganz ehrlich. Interact with a teleportation tower in a neutral stronghold. Or the wilderness to activate it. You can teleport between any two activated teleportation towers. The teleportation tower, you can switch between worlds. Open the world list and select one to switch to it. Aber warum? Warum sollte ich das machen? Was bringt mir das? Talking to Claire, the dealer. Talk to Claire. See anything you like. Ah, guck mal, da bewegt sich der Mund. Sag doch, das ist manchmal geht's und manchmal nicht. Das ist noch nicht so richtig zu 100%. I didn't come here to shop. Sagen wir ihr mal. Direkt dreckig ins Gesicht. You're a mayfly, aren't you? Thank God, I could use some help. My name's Claire. Claire Lay. Normally I'm a wandering merchant, but now I'm stuck here. Charaktere sehen auch cool aus, finde ich. I sent a team over to a place called the Rotten Manor 3 days ago to collect some goods for me. But they never came back.
Maybe they ran off with the goods. Digga, die hat einfach offene Spritzen an ihrem Körper dran. Guck mal, die eine Spritze da ist offen. Das ist aber nicht normal. Guck mal, den Merch-Shop, die haben da hinten so Lama. Don't be so cynical. I've been through thick and thin with them. They wouldn't do that to me. I'm afraid something must have happened to them. Rumor is, the Rotten Manor's seen a surge of deviance recently. Hallöchen, Real! There's a deviation. Ey, Real, danke schön nochmal für deine Karte. Leute, die Karte von Real ist angekommen. Warte mal, ich muss sie mal kurz rausholen. Ich will mir die übrigens auch an die Wände tapezieren. Ich habe nämlich schon eine Karte gekriegt von der Freak aus Frankreich damals, vor ein paar Jahren. Und jetzt habe ich eine gekriegt von Real. Guck mal, sieht die nicht hübsch aus? Wie versprochen sende ich eine Postkarte aus Japan. Sieht richtig schön aus. Das Views of Mt. Fuji. Also auf den Vulkan Fuji. Übelst schick. Vielen, vielen Dank. Grüße von Lilimon? Wie Grüße von Lilimon? Bist du da zu Besuch oder wie? Aber liebe Grüße zurück. Ist ja voll cool. Nee, danke schön nochmal für die Karte. Vielen, vielen Dank. Ich bin sehr gefreut darüber. Jetzt habe ich nicht zugehört. I'm afraid something must have happened to them. Rumor is the Rotten Manor seems a surge of deviance recently. I suspect there's a deviation behind. Was für eine Deviation denn? Was bedeutet Deviation? Ach, hast du auf der Kaktus getroffen? Ach, ist ja witzig. Cool. He should be able to tell you more. Okay, also wir sollen dahin gehen, instead of He definitely stands out. We better see what he knows. Good luck. Oh, and I'll happily pay a reward if you can recover my stuff for me. I'll mark the location of the Rotten Manor on your map for you. Danke, so war ganz schön nett von dir, Claire. Just make sure to stock up on ammo before you go, all right? Oh, wir müssen viel schießen anscheinend. Also müssen wir nochmal nach Hause, würde ich sagen. Talking to Samuel. Wieso steht hier Löwe und da steht Loire? Talk to a gentleman in Deadswill. And know the place for the first time. Through the unknown, unremembered gate. Digga, was ist er für einer? Aus Matrix oder was? Warum reden wir eigentlich nicht? A mayfly. And one who seems to be brimming with potential. A pleasure to make your acquaintance. Do you know about a deviation affecting this area? Wie sie einfach die ganze Zeit nicht ihre Lippen bewegt. You've come to the right man. I am Samuel Lowe, a humble scholar specializing in the fascinating phenomena we call deviations. Vielleicht konnte ich deshalb die eine Deviation vorher nicht mitnehmen. You see, weil ich die Quest noch nicht gemacht habe. Unlock the dark tower, don't you? But I'd be wary of what else you might open up. Do you always speak in riddles like this? I was merely setting the mood. Now, you're interested in the wackeln so viel hin und her. Monolith, aren't you? But as I said, that tower is locked up tight, and its keys are rift anchors scattered across the Dayton wetlands. Rift anchors? Those things are made by Rosetta, aren't they? Alles ist hier von Rosetta gemacht. Ich glaube, wir leben auch in einer Imagination. Das ist vielleicht gar nicht echt. Kann das auch sein? Spot on. And where would these anchors be? Usually places with the heaviest stardust pollution. The Rotten Manor would definitely be one of them. Okay, also wir müssen auf jeden Fall zur Rotten Manor. Right again. Oh, mein Rücken hat geklackt. War lustig, da habe ich einige Leute kennengelernt. Wen hast du noch so getroffen außer Lilimon? Warum Grüße von Lilimon? Hast du ihr erzählt, dass du von mir kommst? Kennt die mich? Ist ja witzig. By the way, I wouldn't mind adding another deviation to my collection. In fact,
I'd reward you handsomely for it. Negotiate next step with Mary. Das sind hier viele Notes, Alter. Kann man die auch irgendwie ausschalten? Immer diese Blümchen hier auf dem Boden. Sharing the information we just acquired with Mary. Okay, wir sollen jetzt auch mal mit der quatschen. Let's split up to cover more ground. I'll find a way to hack into the monolith. Once you've activated the rift anchors, come meet me at the monolith gate. Okay, das ist ein Deal, das machen wir. Sure, I'm used to flying, so sounds like a plan, sage ich. Just don't forget to bring plenty of ammo. This Digga, warum sagt er so viel mit Ammunition? Oh, and one more thing. I have a motorcycle here you can use. That should help speed things along. Er kann ein Moped fahren? Aber warte mal, hier ist... Warum leuchtet das jetzt hier noch? Wir machen mal Hauptquest, würde ich sagen, erstmal. Oh yeah. This looks like it'll be fun to ride. To use vehicle. Okay, das ist obviously ziemlich cool. Add fuel. Woher sehe ich denn wie... Die Musik passt ja gar nicht dazu. Die ist ja schrecklich. Okay, das Problem ist, ich habe nicht so viel Muni mehr bei, ne? Ich steige wieder ab. Kann ich meinen Moped auch wieder mitnehmen? Ah, das bleibt dann hier einfach stehen, oder was? Okay. Dann teleportiere ich mich, glaube ich, einmal nach Hause, mache mir Muni und komme dann hier einfach nochmal her. Ich kann nicht nach Hause, doch. Es war nicht grün angezeichnet. Ich habe ihr gesagt, dass ich sie durch dich entdeckt habe. Wow! Das ist ja traurig. Wenn das mal jemand von mir behaupten würde, dass man mich durch Lilibond kennengelernt hat. Nee, ach, ist doch schön, wenn du da Spaß hattest. Tanzverbot, Alpha Kevin, Cherry Berlin und Baso. Okay, Baso sagt mir auch was. Hab ich auch schon mal gehört. Ich kann selber Glas herstellen. Das ist ja nice. So, jetzt müssen wir mal gucken, was brauche ich denn für Munition? Nehme ich wieder diese SMG-Dings mit, oder was? Aber ich habe ja gar keinen Gunpowder. Das muss ich auch selber herstellen. Jesus Christ. Stell ich jetzt mal Gunpowder her. Ach, guck mal, jetzt fängt es an zu regnen. Ist das nicht geil, wie es aussieht, wenn es regnet? Hä? Ich wollte eigentlich die Banane mitnehmen. Bananas in Pyjamas. Mit Tanzverbot wollten wir dann auch noch feiern gehen, aber die Läden hatten zu. Ich dachte, Tanzverbot ist insolvent. Der hat noch Geld zum Feiern. Aber ist doch cool, wenn ihr da so viele Leute getroffen habt. Ey, so eine Veranstaltung wäre gar nichts für mich. Bin ich ganz ehrlich. Ich bin froh, wenn ich meine Ruhe habe. Niemanden treffe. Darum, ich muss auch ehrlich sagen, wenn ich mal irgendwann an den Punkt ankommen sollte, dass ich auch vielleicht eine größere Community haben sollte und vielleicht wir auch mal so Community-Events machen, ich weiß nicht, wie ich das machen wollen würde mit dem Treffen, bin ich ganz ehrlich.
SMG Ammunition. 840 Schuss, Leute. Das sollte doch erstmal reichen, oder? Aber ich glaube, ich muss... Cooper Arrows. Ich glaube, ich mache mir auch ein paar normale Pfeile für meine Crossbow. Aber dafür brauche ich dann wieder Locks. Lalalalala. Wäre schon lustig, wenn du auch da gewesen wärst. Ja, aber das ist nicht so meins. Ich bin, also so im Stream finde ich es okay, mit Leuten so zu quatschen und so. Aber, ach, weiß ich nicht. So eine Event, das ist mir einfach zu viel. Da sind mir zu viele Leute. Und vor allen Dingen sind mir da auch zu viele Leute, die da nur hingehen, weil sie dann irgendwelche Celebrities treffen wollen oder irgendwelche Streamer, was ja auch okay ist. Dafür ist ja so eine Veranstaltung wahrscheinlich auch da. Aber zum Beispiel, das ist sowas, was Gronkh auch erzählt hat. Auf der Gamescom war das, glaube ich. Wo es ja eigentlich hauptsächlich um die Games geht, dass du die auch anspielen und antesten kannst. Und wenn dann da Leute sind, die halt nur dahin gehen, weil sie dann halt Fan-Treffen machen. Ja, I don't know. Das ist nicht ganz so meins. Aber muss jeder selber wissen. So, 60 habe ich noch. Die Vator kann man auch selber herstellen. Ich überlege halt, ob es Sinn macht, vielleicht sich nochmal Essen oder so mitzunehmen. Ich habe jetzt 4 Essen noch. Bin auch ein bisschen kaputt da unten, aber ich weiß nicht, wie ich diese, wie ich das wegkriege hier unten. Your health point represent your life force. If your HP fällt zu 0. Ja, ja, ja. Aber was ist das hier vorne? Safe Haven. Was heißt das hier? Warum habe ich da sowas? Das verstehe ich nicht. That is something I don't understand. Wir haben uns mit einem Stream-Kumpel getroffen und er fällt halt auf. Mit einem Stream-Kumpel? Wieso fällt er denn auf? Was ist da los? So, Leute, ich habe genug Munition bei, glaube ich. Und zur Not, wie mache ich das, wenn ich meine Armbrust ausrüsten will? Dann muss ich wahrscheinlich in Gear reingehen, ne? Und dann die andere Waffe auswählen. Soll ich lieber erst mit der Armbrust schießen? Ich glaube, ich will lieber erst mit der Armbrust schießen, bin ich ganz ehrlich. Anstatt mit der anderen. Das ist nicht so meins. Ich bin, will lieber Kopfschüsse machen, glaube ich. Oh, Level 6. Oh, ich bin erst Level 5. Unable to teleport, weil da kein Teleportationsdings ist. Warte, ich kann. You have to return. Aber mit, kann ich nicht mit dem teleportieren? Jetzt geht's. Ah, ich muss in meinem Territorium sein. Dann kann ich teleportieren. Okay, interessant. Leidet an der Schmetterlingskrankheit. Was ist denn die Schmetterlingskrankheit? Das muss ich jetzt mal googeln. Schmetterlingskrankheit. Will ich das angucken? Wie die Haut der Betroffenen, wie bei Flügel eines Schmetterlings, durch leichte Berührung Schmerzen und Leiden. Okay. Boah, muss bestimmt auch schrecklich sein, oder? Wenn man sowas hat. Ja, könnte man, da fällt man, glaube ich, schon auf, ja, in der breiten Masse der Menschen. Das ist, glaube ich, nicht so was, was so häufig vorkommt. Okay, jetzt soll ich mit meinem Moped fahren, ne? So. Kann ich auch Licht anmachen? Geil.
Man kann auch hupen. Hey, cool. Man kann auch das Radio anmachen. Ich höre kein Radio. Ah! Ich mach's lieber aus, wegen GEMA-mäßig. Nicht, dass ich Ärger kriege, wenn ich Radio höre. Und das wirklich Radiomusik ist. Alter, guck mal, was die sich hier alle schon für Villen hingezimmert haben. Und alle Häuser haben kein Dach. Schon ein bisschen witzig. Das ist schon ein bisschen funny. Und sehr viele haben hier ihre Shelter hingepackt. Ich glaube, das sollte ich vielleicht auch machen. Dass ich mein Shelter hier hinbaue. Für den Fall, falls ich sterben sollte, dann spawne ich hier wenigstens. Cool, die Bäume sind nicht existent. Okay. Aber er ist einer der tollsten Menschen, die ich kenne. Und er macht das Beste draus. Und hat seinen Willen nie verloren. Ja, das ist immer das Schönste. An sich ist es, glaube ich, echt nicht so leicht, wenn man eine Krankheit hat, so durchs Leben zu gehen. Wenn man da ein paar Freunde hat, die einen auch aufbauen und zur Seite stehen, das kann schon viel hermachen. Aber da bin ich echt froh, dass ich da nicht irgendwie was habe. Wieso kann ich die Steine nicht mitnehmen, Leute? Wieso kann ich die Steine nicht looten? Da brauche ich überhaupt noch Steine? Ja, 5 Stück. Wow. Hier kriegt ihr auch ein bisschen Gravel raus, oder? Gravel. Gravel. Machen wir das einfach so. Respawn Point created. So, und dann... Wir müssen da halt echt noch ein Stück hinfahren, ne? Soll ich einfach weiterfahren und hoffen, dass keiner hinterherfährt? Wie viele Shelter stehen hier? The Stardust concentration here is off the charts. We should set up a campsite before rushing into the Rotten Manor. That way we can recover more quickly if anything goes wrong. Hätte da. Oh, Jesus. Gut, ich fahre jetzt den falschen Weg. Das ist einfach schon Level 4. Okay, wenn die aber einfach so aus dem Boden spawnen, ist schon nicht nett, ne? Oder soll ich hier mein Shelter hinbauen? Ist vielleicht ein bisschen dichter dran als da unten, oder? Da ist ein Hund, Leute. Ist der gut oder böse? Guck mal, ich kann es auch hier hinstellen. Dann mache ich das lieber hier hin. Würde ich sagen. Ist ein bisschen dichter dran. Ne? Ich glaube, man darf hier nicht paniken. Weil sonst ist Arschkarte. Wenn du hier panikst, dann rennst du automatisch weiter in andere Gegner rein. Weil es hier so viele gibt, glaube ich. Droppen die nix?
Okay. Da ist so ein lilaner Punkt. Ich weiß immer nicht, was das ist. The Stardust Pollution is getting worse. Jo. Okay. I think we found Claire's goods. Too bad her team didn't make it though. Look at this substance. It must have come from that festering gel deviation. Digga, der schießt auf mich. Okay. Kann ich mich? Okay. What the fuck? Go brrr, stand da bei dem einen. Warum konnte ich da jetzt nicht hingehen? Jetzt soll ich daran? Also das ist auch ein bisschen komisch gemacht. Activate Rift Encore. A key to assessing the rift and found within monoliths. Okay. Hopefully we'll find the other Rift Anchors there. Okay, und jetzt soll ich noch die anderen Rift Pfeile finden anscheinend. Aber wo sind die anderen? Explore the Dighton Wetlands Settlement and unlocked. Ah, da oben sind die. Da ist auch noch einer. Und da. Ich bin hier unten. Also muss ich theoretisch da lang. Um da hochzukommen. Ah ne, hier ist ja auch noch eins. Da auch. Hä, es gibt ja mehr. Von denen. Oder muss ich das hier finden irgendwo? Wieso ist es eigentlich die ganze Zeit dunkel in diesem Spiel? Frag für einen Freund. Ah, da hinten. Da, das rosane. Ach, dann sind diese rosanen, leuchtenden Dinger diese Rifts anscheinend. Hallöchen, Lotrinks. Hello, hello, hello. Blöder Wichser. Schon wieder so ein gelber Schleim. Das Rote da oben. Oh, Digga, der hat den erschossen. Ist die Kiste jetzt weg, wenn er die lootet? Ne, ich kann die auch looten, ne?
Hey, 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 ja. Rumpel mich mal hier nicht um. Meine Freundin Köfferstecher. Guck mal, hier sind Kürbisse drin. Geil, lecker Kürbisse. Und überall Alarmclocks. Warum gibt es hier so viele Alarmclocks? Oh, Fabric, das nehme ich mal mit. So. Dann fahren wir da zu dem anderen rosanen Teil hin, würde ich sagen. Wir fahren zu dem... Ja, bau den Stein ab. Ich hoffe, das hat keiner geklippt von euch, ey. Es war dunkel, da war auf einem... Ich könnte ja auch das Licht anmachen, ne? Jesus Christ. Upsi. Ey, ich muss echt aufpassen, es gibt Fallschaden. Wo ist das lilane Ding? Da hinten. Hallöchen, Jinx. Guten Morgen, hallo. Na, ihr lieben Leute, wie geht's, wie steht's? Ey, Jinx, du hast gestern verpasst, wir haben Musikstream gemacht. War übelst cool. War richtig, richtig toll gestern. Aber kannst dir gerne, falls du Zeit und Lust hast, mal das VOD angucken. Ist noch auf Twitch verfügbar. Es war dunkel. Es war wirklich dunkel. Zwei Stunden. Gucken, vielleicht klippe ich das mal nach. Vielleicht klippe ich das mal nach. Ah, da vorne ist eins bei mir direkt. Und da könnten wir auch hinfahren. Sollen da nur vier machen? Ich glaube, es ist ja... Ups. Ich glaube, es ist ja egal, wohin. Ach, da kam ein Stein. Ey, dankeschön für den... Vielen lieben Dank für den Clip. Dankeschön. Merci, merci. Von Philadrion, dankeschön für den Raid. Hallöchen. Ey, ich habe gesehen, du streamst jetzt mit Kamera, ne? Übelst cool. Jesus. Jesus. Ach, fuck you, bitch. Kann man so schlecht treffen. Dieser Regen, der hört sich auch richtig cool an, finde ich. Hier war das eine Monster, was hier rauskam bei mir. Aus dieser Leinwand da. Das war übelst cool. So, sollen wir das vielleicht mal alleine probieren, ob wir das selber auch schaffen können? Jetzt halt nur noch 53 Schuss. Ich meine, wir könnten noch zur Not wegrennen, falls es nicht klappen sollte, oder? Aber ich weiß gar nicht, was man machen muss, damit man das überhaupt triggert. Oder muss man einfach nur in die Area reingehen? Gertchen Berli, dankeschön fürs verschenkte Abo. An die liebe Jinx. Dankeschön. Vielen lieben Dank.
Und Jinx, viel Spaß mit den Emotes. Na, die Stimme noch heiser wegen gestern? Nee, tatsächlich nicht. Fero, geht. Geht tatsächlich. Was ist denn das? Raus, kommt raus. Oh shit. Ja, ich weiß nicht, ob ich das alleine schaffe. Oh Jesus. Okay, das ist schon ziemlich stark. Aber auch ziemlich langsam. Digga, hat mich trotzdem gekriegt, blöder Wichser. In den Kopf. Damage, let's go. So, müssten wir haben, oder? Wieso ist da jetzt ein Foto? Okay, dadurch habe ich jetzt Zeugs gekriegt. Arrows habe ich auch 20 wieder zurückgekriegt. Und wir haben halt diese Box bekommen. Die habe ich nicht gekriegt, als der Typ mit mir hier im Clip das gemacht hat. Gucken, was da drin ist. Okay, süß. Find mysterious treasure. Hab ich keine Ahnung, wo es hier noch eine Treasure geben soll. Okay, aber wir haben den geschafft, Leute. Geilo. Yay! Ich streame jetzt wieder mit Cam, nachdem ich meine letzte Jahr als Mal- und Bestelcam umfunktioniert hatte. Sehr cool. Aber ich finde, das macht immer viel aus, wenn man sich dazu entscheidet, dann wieder mit Kamera zu streamen. Weil ich finde das persönlich irgendwie angenehmer. Es macht einen besseren Bezug so zu dem Streamer und man fühlt sich halt mehr so, als ob man sich halt mit den Personen unterhält. Finde ich persönlich angenehmer. Aber muss natürlich jeder selber entscheiden. So, ich überlege gerade, wo wir als nächstes hin müssen. Ich will mal kurz auf die Karte schauen, ohne dass mich jetzt jemand anrennt. Hier oben könnten wir sonst auch hinfahren. Können wir vielleicht auch machen. Ist da ein bisschen näher. Komme ich hier überhaupt durch? Ja. Macht echt viel aus. Und da die Elgato Facecam im Angebot war, musste ich die holen. Sehr gut. Naja, ist doch nicht schlecht. Sie ist einfach Daryl Dixon von The Walking Dead. Einfach alles mit der Crossbow hin. Ja, die Crossbow ist besser. Wir haben auch eine SMG, die haben wir uns jetzt schon gecraftet. Aber die ist nicht ganz so strong. Also dadurch, dass die halt viele... Also die schießt ja so mit vielen Kugeln. Ich bin halt eher der Fan, wenn dann Headshot und dann richtig. Oh! Gerchi Berli, wie kannst du denn sowas tun? Einfach das Kaninchen umgefahren. Schämst du dich nicht? Mann, Gerchi Berli. Warum schwebt das eigentlich in der Luft? Es ist ein schwebendes Kaninchen. Tut mir leid, es ist aus Versehen in mein Moped gekommen. Ihr habt es alle gesehen. Alle habt ihr das gesehen.
Definitiv, definitiv. So, und wir müssen jetzt theoretisch... Was ist das hier eigentlich für ein gelber Punkt? Ja, was ist das da? Ach, das ist auch so eine Bier. Ich habe auch so eine Bier. Warum ist das ein gelber Punkt hier? Der hier nicht auf der Karte drauf ist. Aber oben auf der Minimap. Okay, komisch. So, aber wir müssen dem Weg hier folgen. Ja. Vielleicht war es ja auch krank, das Kaninchen. Das kann sein, ja. Es hat auf jeden Fall Selbstmord begangen. Es ist mir direkt vors Moped gefahren. Ey, guckt mal, aber das sieht schon schön aus, oder, Leute? Die Szenerie so. Und wir haben ja bisher nur dieses Strand, die Strand-Area gesehen. Wer weiß, was es noch so für Bereiche gibt, wie die so aussehen. Also ist auf jeden Fall schon cool. Ah, da links ist das lederne Ding, was wir brauchen. Lower. Was? Stamina Bonus? What? So, wir aktivieren das mal. Mal gucken, was dann passiert. Er hat's verdient. Prepare for battle and make any kind of ammunition. Gain a level 1 armor equip craftable. Ich will gar keine Armor haben. Ich will ohne Armor spielen. Gleich schwerste Schwierigkeitsstufe. Keine Armor. Okay, hier soll es irgendwie eine Mystical Crate geben und Weapon und Gear findet man tatsächlich hier auch. Die Sache ist halt, also sind wir mal ganz ehrlich, ne? Wenn es wirklich so eine apokalyptischen Situation geben würde, dann ist es doch logisch, dass man mit Armbrust schießt, weil es halt keine großartige Lautstärke hervorbringt. Wisst ihr, das ist doch... Das ist doch logisch, dass man, wenn da Zombies sind, dass man halt nicht hier rumballert wie verrückt. Also ich würde tatsächlich immer das so machen. Droppt der nix? So ein Schwein. Kann ich den Korn eigentlich ernten? Ja, das ist gar kein Korn hier. Guck mal, der hat was gedroppt, ein Arrow. Sehr schön. Ein Football habe ich schon wieder gekriegt. Toll, schon wieder so ein Toilettenplanker. Was soll ich mit der Scheiße? Ich hab nicht mal ein Klo.
So ein Mülleimer. Also müssen auf jeden Fall noch drei Sachen sein. Erste Truhe. Okay, krass. Das ist ja nice gewesen. Aber das war nicht die Bin, die wir gesucht haben. Jesus Christ. Das gibt hier Verarschungskisten? Wer heißt denn dein Charakter? 1991 Efi. Ganz normal. Efi gab's leider schon. Tom. Bunker-Assessor habe ich gefunden. Was ist denn das? Also ich weiß, was es ist, aber warum habe ich das? Kann ich das da beschießen? Nee. Oh, hier ist eine Truhe. Ja, Crate. Aha, da haben wir doch eine gefunden. Und rustikale Schuhe. Added you as friend. Yes. Cool party. Ja, da ist nichts drin. Bauarbeiter. Okay, warum kommt Musik? Was ist der da unten? Irgendwer hat mich entdeckt. Oh Gott, kommt die hier hoch oder was? Rüber schaffe zu springen? Yes. Oh, diese Geräuschkulisse ist die ekelhaft, ey. Irgendeiner stampft irgendwo und ich weiß nicht wo. Ist halt auch das Krass, das Krasse, dadurch, dass man halt die Spiele noch nicht so richtig kennt. Weiß man halt einfach nicht, welche Sachen passieren. Das macht das Spiel schon ziemlich cool wieder. So.
Fabric haben wir. Uns fehlt halt noch so eine Gear Chest und noch eine Mystical Crate. Unten steht noch einer. Der ist ja auch ein cooles Haus hier. Der hatte mich wohl entdeckt. Hallöchen, Peaches! Ehemann, hallo! Ja, jetzt bin ich aber mal gespannt. Wieso? Weshalb? Wieso? Warum bist du gespannt? Wie ist es explodiert? Es ist explodiert! Wir spielen hier heute gerade Once Human an. Das ist so ein postapokalyptischer Shooter Survival Craft. Befindet sich gerade in der Beta, die wir gerade daddeln. Und es ist ziemlich cool. Ich bin sehr schreckhaft, so was so Horror angeht. Für mich ist das schon Horror ein bisschen. Aber Szenario ist echt eine 10 von 10. Gefällt mir wirklich sehr gut. Und man kann sich halt so ein bisschen seinen Weg auch selber bahnen. Man kann überlegen, okay, geht man jetzt halt auf eigene Faust hier rum oder spielt man halt ein bisschen die Mission hier gerade, Haupt- und Nebenmission. Oder da oben ist, glaube ich, das, was wir suchen sollen, dieses Rote. Oder ob man vielleicht einfach PvP macht. PvE kann man halt sich selbst entscheiden, wie man Bock hat. Oh, ich kann nicht durchs Fenster schießen. Okay, das ist traurig. Und eigentlich wäre das eher was für ein... für einen Shooter-Efi-Kanal. Aber ich hatte Bock, das jetzt mit euch zu daddeln. Oh Gott, die Geräusche. Ha, hier, guck mal, hier ist da was. Okay, die Weapon-Chest. Wir haben eine AK gefunden. Geil. Obwohl AK in Shootern meistens nicht so meine Lieblingswaffe. Die ruddelt mir ein bisschen zu viel rum. Dann komme ich da jetzt von der Seite nicht ran. Die Frage ist, wie kriege ich jetzt oben die Chest auf? Die hier, kann ich die einfach so öffnen? Blast Suite. Okay. Das sieht ziemlich geil aus, muss ich sagen. Aber wo kann ich das anziehen? Ist das doch keine Jacke? Silas, Hallöchen, schönen Sonntag dir. Ich kenne dich ja nur als Mod, beziehungsweise gestern etwas gesang. Evi ist klasse. Oh, ihr seid lieb, seid ihr. Ja, ich bin schon toll. Nein, Spaß, um Gottes Willen. Das wäre ziemlich böse. Okay, man kann Pistolenmodifikationen hinzufügen. Kritischer Damage Boost. Oder Weapon Damage. Das kann ich dann ausrüsten einfach, oder was? Aha, cool. Kann ich davon mehrere, weil ja hier so mehr Slots sind, oder? Verstehe ja nicht so richtig, aber kommt schon noch. Für einen Helm gibt es auch Modifikationen anscheinend. Aha, das ist dann bei allen Sachen drauf. Okay. Ja, nice.
Meet Mary. Unter dem Monolithen soll ich sie treffen. Aber das ist ja gleich hier ums Eck. Ja, das ist ja ein Katzensprung, würde ich sagen. Das ist ja ein Katzensprung. Da holen wir mal unser kleines Moped wieder raus. Ich will mal weiter streichen, sagt Silas. Oh, viel Spaß dir. Was hast du für ein Projekt? Nachdem du Schlafzimmer und Wohnzimmer, glaube ich, war es schon, ne? Hast du fertig gehabt? Ups. Hallo, Mary. Meet Mary. Nice work with the rift anchors. I guess you're the real deal after all. Ah, hab mein Bestes gegeben. I barely made it out in one piece. That festering jail was packing serious firepower. Ach, hab's rausgeschafft in einem Stück. Easy peasy lemon squeezy für mich. Sounds tough, but I think it was worth it. Ja, war's wert. Each time a rift anchor was activated, there was an obvious reaction inside the monolith. The deviation must be holed up inside. So what's the plan for now? Was machen wir jetzt? Let's go in together this time. I'm curious about that troublemaker inside. And besides, we're a team. Wer hat das entschieden? Warum sind wir jetzt ein Team? Ich will die nicht an meiner Seite. Ich bin doch so stark genug. Okay, sie hat Ammo und Muni und Medizin für uns geholt. Jesus Christ. Einfach 1700 Ammo habe ich jetzt. What the heck? Und jetzt? Focus Lead, Explore Monolith of Greed. Ach du heilige Scheiße, jetzt müssen wir da oben hoch. Ob wir da wieder einen Boss treffen oder so? Aber meine Armbrust ist fast kaputt. Ich weiß noch nicht, wie ich die Sachen reparieren kann. Ihr seht das unter der Waffe. Sieht man so eine Haltbarkeit der Waffe oder irgendwie, wie man das nennt. Ich weiß es nicht genau. Aber das ist schon ein bisschen kaputt. Das ist nicht gut. Schlafzimmer habe ich gestern fertig gemacht. Jetzt ist das Gästezimmer und Büro dran. Übelst nice. Ey, wenn ich das so bei dir höre mit Streichen hier und Streichen da, da kriege ich auch irgendwie Bock, wieder ein bisschen was bei mir zu verändern. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe nicht so richtig die Motivation. Also ich habe zwar Lust, irgendwie was in der Wohnung wieder zu ändern, aber ich habe nicht so richtig... Ich weiß nicht, ob es Sinn macht, weil ich habe auch schon zu Chris gesagt, wenn wir nicht... Also wir haben ja eigentlich vor, irgendwann mal zu seinen Eltern zu ziehen, mit ins Haus. Und ich habe halt gemeint, wenn wir hier aus der Wohnung irgendwann mal rausfliegen sollten oder in irgendeiner Art und Weise hier nicht mehr wohnen dürfen. Ich würde also entweder zu Chris seinen Eltern oder gar nicht irgendwo anders hinziehen. Also zu seinen Eltern wäre schon das Beste, was uns passieren könnte. Alleine schon miettechnisch wäre das günstiger. Die da oben sind feindlich, oder? Oh mein Gott!